Ich bin Paula Kaschul. Und mein Name ist Yannick Böhl und wir beide werden Sie heute durch unser Programm begleiten. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und dass Sie einen schönen Tag haben. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler von 18 Remscheider, Solinger und Wuppertaler Schulen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen in unserer Aula der Sophie-Scholl-Gesamtschule auf dem frischen Boden, den wir jetzt hier haben. Ihr wisst nicht, wie es vor 3 Wochen noch hier aussah. Alles gut, alles schön. Die Stadt Remscheid hat es geschafft mit uns zusammen. Wir haben die Ehre, Gastgeber dieser Auszeichnungsfeier zu sein. Und es ist uns wirklich eine Ehre, gerade in diesem Thema Nachhaltigkeit. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, seid die maßgeblichen Akteure in Bildung und für die Nachhaltigkeit. Euch gehört die Zukunft, die ihr gemeinsam mit euren Lehrerinnen und Lehrern, geleitet von den Schulleiterinnen und Schulleitern und auch mit den Netzwerkpartnern, nachhaltig gestaltet. Ich könnte gar nicht sagen, was für die Zukunft wichtiger ist. Ja, dass das Wetter uns so heult, das ist natürlich wunderschön für den Markt der Möglichkeiten. Und ich denke, auch wenn alle, ich muss mich da einschließen, heute Morgen vielleicht schon ein bisschen kalte Füße hatten, können wir uns, glaube ich, gleich beim Markt der Möglichkeiten in der Sonne aufwärmen und ja, sehr stolz die Projekte präsentieren und auch beschauen, mit denen sich alle Schulen, die 18 Schulen hier aus Remscheid, Wuppertal und Solingen in den vergangenen 3 Jahren zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt haben. Ihr, die ihr heute sitzt, habt durchgehalten und ihr gehört zu den 485 Schulen, 28 Kindertagesstätten, 25 Netzwerken, die in 31 solcher Feiern wie hier heute in ganz Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet werden. Dabei habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, vielleicht erfahren können, dass Nachhaltigkeit kein Belehrungsprogramm ist, so nach dem Motto, Müll ist immer schlecht oder ich muss mit dem Fahrrad zur Schule fahren, weil das ist besser fürs Klima. Vielleicht habt ihr auch erfahren, dass ihr fürs echte Wiener Schnitzel ein Rind großziehen müsstet, für das dann wiederum Futter angebaut werden müsste. Und wenn ihr dazu Pommes essen wolltet, und Ketchup dazu, müsstet ihr noch Kartoffeln und Tomaten auf dem Acker anpflanzen und für die Eier in der Mayonnaise Hühner halten, die dann auch nochmal Futter brauchen und. Die Dinge aus der Natur, ja, und für alle anderen Konsumgüter, die man braucht, braucht man auf jeden Fall eine ganze Menge Platz. Gut, dass andere Leute das für uns, für euch anbauen und sich darum kümmern, weil so viel Platz hat niemand unbedingt direkt hinterm Haus, zumindest ich nicht. Und jetzt müsstet ihr euch mal vorstellen, dass alle Menschen so viel Platz benötigen. Dann bräuchten wir 2 Erden. Haben wir aber nicht. Deshalb, und das habt ihr gemacht, ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir leben. Und das wiederum habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, so wie der Autor vom Kleinen Prinzen es einmal geschrieben hat, gezeigt. Nämlich, dass man die Zukunft nicht voraussehen wollen soll, sondern sie möglich machen. Bin nur am Laufen, vom Leben davon. Bin nur am Saufen und jeden Tag benommen. Bin nur am Kaufen, um mir auch mal was Gutes zu können. Fühl mich wie Dornröschen im Dauerschlaf, wie Aschenputtel ohne Schuh. Zwirrt sich Rapunzel die Haare schneiden, ich hab alles verloren im Nu. Steh vor meinem Scherbenhaufen und seh alles zerspringen. Steh vor meinem Scherbenhaufen und seh, dass das nichts bringt. Steh vor meinem Scherbenhaufen und seh alles zerspringen. Steh vor meinem Scherbenhaufen, verlier langsam den Sinn. Ja, aber der Fairtrade hergestellt dann.
Das will ich nicht. Also, die musst du nehmen. Nein, das sind Sachen, die kann man nicht nehmen. Ja, ich weiß. Du bist der Philipp? Ja. Ja, was habt ihr denn so gemacht? Wir haben Sachen eingepflanzt, pflücken das, machen daraus Quark und alles. Am besten streichen sie mal hier drüber, kann sie auch lesen, dann riecht sie mal in ihre Hand. Ja. Erstmal, mehr sag ich nicht. Ich finde, das ist Rosmarin, ne? Ja. Sie können mehr lesen. Das muss man erst mal wiesen finden, Ja, ich wollte gerade sagen, mein Löwenzahn gibt es ja genug. Ne? Aber der ist ja wirklich lecker. Ja, genau. Nein. Dass ja der Föhn Wärme in den Grundkolben legt, lehnt sich ja die Luft raus. Ja. Das würde ich auch gleich sehen, wenn der Föhn wieder angeht. Dann wird dieser kleine Kolben hier nach oben gehen. Und dabei schaltet er den Föhn wieder aus. Also wie eine Art Heizungssteuerung. Also ich finde das ein hervorragendes Projekt, insbesondere weil es eben auch über 3 Jahre geht. Die Schüler, die haben sozusagen während ihrer ganzen Grundschulzeit sich auch mit diesem Projekt beschäftigt. Das ist wirklich ein Nachweis für Nachhaltigkeit. Andere Schulen hier auch aus Remscheid mit dem Future-Team, die seit 16 Jahren dabei sind, das finde ich wirklich beeindruckend. Und das zeigt im Grunde genommen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen, ich sag mal auch was Ausdauer angeht, da wirklich eine Vorbildfunktion für viele Erwachsene, da können die sich alle mal eine Scheibe dran abschneiden.